Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind immer noch übelst am Verdursten und... Ach, das ist die Schrotflinte. Wir müssen uns mal ganz kurz hier durchboxen. Oh! Ich sehe Spezialloot. Es wäre lustig, wenn der legendär gewesen wäre, hä? Wer schießt denn da? Wer... Hier gerade durch die Wand geschossen? Muss ganz schön viel geilen Scheiß dabei. So. Okay. Charleston Betriebsbahnhof. Oder Betriebshof, besser gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes hin soll. Wir waren ja... Was? Echt jetzt? Vor allem geben die kaum noch Erfahrung. Zumindest sehr wenig. Wir waren ja zuletzt da oben. Wir wurden jetzt runter teleportiert. Das ist kacke. Muss ich da wieder hin? Da waren nämlich noch einige Aufnahmen, die wir uns anhören wollten, ne? Oh Gott. Wartet, wartet kurz. Ich muss kurz die Waffe wechseln. Was haltet ihr denn so viel aus? The fuck? Ach, da müssen wir sogar rein. Weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Das finde ich ein bisschen kacke, dass wenn man sich kurz ausloggt, dass man woanders landet. Ist das der Ort, wo ich sein wollte? Wo gehen wir denn Loot her? Ja, schnell alles mit dem. Bin jetzt schon überladen. Ich weiß nicht, ob ich ins Wasser treten darf. Alter, hör auf, so viel Schaden zu machen. Radioaktivität. Aber hier dürfte ich stehen können, ne? Oh, verzieh durch. Okay. So, Hornwright Industrial. Derzeitiger Benutzer Yvette Wiesmann, Admin. Ach Gott. Hör dich doch. Nicht mal in Ruhe hier an den PC kann man gehen. Da ist er irgendwo. Ach Gott. Beweg dich nicht so viel. Und dann zittert er rum. So, kann ich jetzt? So, Unternehmensmemo, 10.03.77. An alle Mitarbeiter, aufgrund von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang... Was? Habt ihr das auch gerade gesehen? Aufgrund von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit den jüngsten Unruhen rund um die Stadt, ich glaube die Stadt heißt Welch, bleiben unsere Büros morgen geschlossen. Die Mitarbeiter werden am Dienstag, den 5. Oktober, vor Ort erwartet. Jacob Hanover, Personalleiter. Haftungsausschuss. Brauchen wir nicht vorlesen. Unternehmensmemo 10.1. So, der war vorher. Sehr geehrte Mitarbeiter von Hornwright Industrial. Ab sofort ist eine Schlüsselkarte erforderlich, um Zutritt zur F&E-Abteilung und zur Geschäftsleitung zu erhalten. Sollten Sie Zugang zu diesen Bereichen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren leitenden Vorgesetzten. Außerdem sind ab sofort alle Mitarbeiter verpflichtet, Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen. Alle Mitarbeiter der Organisation, die der Presse oder dritten unternehmensinternen Informationen preisgeben, werden disziplinarisch bestraft. Wir sitzen alle im selben Boot. Wenn es Leck schlägt, gehen wir alle gemeinsam unter. Nee, eigentlich sollte nur der Captain untergehen, oder? Ja, diesmal ist es richtig rum angeordnet. Naja, gut. Archivierte Nachricht. Das ist schwierig, Andy. Darüber muss ich erst noch ein bisschen nachdenken, Yvette. Vielleicht hätte ich das da unten zuerst lesen sollen. Gibt's noch mehr zu lesen? Nö. Die Entscheidung liegt bei dir, Schatz. Du kannst entweder mitkommen oder deine Seele für ein paar Stücke Silber pro Woche verkaufen. Ich weiß nur, dass die Bergarbeiter, die von Hornwright wegen diesen Streit
streikbrechenden Robotern gefeuert wurden, Familien haben und ich werde nicht dafür verantwortlich sein, dass sie hungern, Annie. 2 Tage später. Mrs. Hornwright, heute Morgen war wieder dieser Roboter. Reporter da und hat Fragen zur Hauptader gestellt. Er erwähnte irgendwelche Giftmülldeponien. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht weiß, wovon er redet. Ganz wie sie wollten. Allerdings glaube ich, dass er mir das nicht ganz abgekauft hat. Hätte ich sonst noch etwas sagen sollen? Ich möchte sie ja nicht allzu sehr belästigen, aber ich habe keine Sterbenswörtchen aus der Personalabteilung wegen der Übernahme von Annies Stelle gehört. Wissen Sie etwas darüber, Penny? Lass mich bitte noch den letzten lesen, bevor mich angreift. Hallo, Mrs. Hornwright. Ich wollte mich nur kurz melden. Ich habe draußen ihr Auto gesehen. Also gehe ich mal davon aus, dass für Sie und Ihren Vater in Bramwell alles gut gelaufen ist. Wie ich hörte, haben die Aufständischen eines der Hochanwesen niedergerissen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass es ihres gewesen sein könnte. Gestern und heute sind ein paar dieser unflätigen Mr. Gutzi-Dinger durch unseren Block in Charlestown patrouilliert. Als ich heute rausging, jammerte sie darüber, dass es nichts zu tun gibt. Also denke ich, dass die Aufständischen im Süden geblieben sind. Und es gibt wirklich noch Kämpfe bei der Grabungsstätte in Mount Blair. Und in welch? Offenbar wird es immer verrückter, Yvette. Die Hauptader. Okay. Ich weiß nicht, also muss sagen, bisher sind die Quests hier nicht so spannend. Oh, ich bin auf Verdurst, ne? Verliere ich deswegen Leben? Ich glaube schon. Habe ich irgendwas zu trinken? Essen, Gewicht. Was soll's, ziehen wir uns auch rein. Und ein Red Away. Wodurch habe ich jetzt gerade Schaden bekommen? Hallo, Beauty, der jetzt ziemlich aufgeschlitzt aussieht. Wäre ich jetzt noch krank geworden, ey, das wär's gewesen. Ist das ein Fuß? Ach, da liegt einer begraben, oh. Ernsthaft? Wie habe ich den denn verfehlt? Kann ich hier rauf laufen? Lauf doch nicht weg. Ich hab hier immerhin mit einer Schrot rum. So, wir dürfen jetzt nicht mehr allzu viel mitnehmen, deswegen lasse ich das mal liegen. Kann ich von hier aus ran? Es ist nicht das Gebäude, wo wir uns ausgelockt haben. Das ist halt seltsam. Wie sie alle explodieren jetzt. Und der Achso, das kennen wir schon. Okay. Bauen wir mal hier ab. Eine Laborstation, ja. Direkt mal hier die Waffen verwerten. So, wir können. Gerade noch so. Okay, wir hatten wahrscheinlich doch eine Menge Klamotten, die wir verwerten können, ne? Und eine Waffe habe ich doch gerade auch aufgesammelt. Ja, die 10 mm hier, zack. Kleidung, du bist sowieso kacke. Ushanka, naja. Weißt du was, behalten wir mal. Dich behalte ich. Du kannst weg. Dich behalte ich, dich behalte ich. Schadensresistenz gegen Stromwaffen und so. Also gegen Roboter, besser gesagt. Brauche ich nicht, komm. Ich weiß nicht, auf wen er schießt, aber auf mich ist es nicht, von daher kann es mir egal sein. Ushanka, ziehen wir uns mal an, wir sehen eh so leicht russisch aus.
Halt, was war das andere? Mit Taschen, okay. Weiß, wer gewonnen hat. So, Kleidung. Metallrüstung, linkes Bein. So. Wie sehen wir jetzt aus, bitte, Ushanka? Ja, also. Ja, komm, weißt du was? Ist mal was anderes als der Hut. Das Hut. Daddy, das Hut. Ich weiß jetzt gerade den Artikel nicht von Hut. Den Hut? Der Hut, ne? Also der Hut ist ja richtig. Aber doch, es sieht besser aus als der Hut. Ich glaube, da haben wir Bauplan. Single Action Revolver. Nice. Klebeband. Oh, Klebeband. Oh, oh Gott, nein, 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 nein. Jetzt können wir gucken. Wir hatten nämlich. Ich muss mal den ganzen Scheiß hier ablegen. War das Notizen? Bauplan. Sicherheitsplakate. Elfenbein. Verstärkte Lederrüstung. Lederrüstung mit Taschen. Oh, mit Taschen. Das gefällt mir schon mal. Rezept Delberts Sonnenbrand. Ah, Waldschatzkarte 02. Ich weiß, wir haben es immer noch nicht gefunden. Oh, hier sind noch Bauplan Atommine. Bastelwerkbank. Ja, Doppelregal, Jagdgewehr, Laborwerkbank. Oh, wir können auf jeden Fall bald zurück. Bald können wir zurück. Kann ich hier endlich sehen, wie viel Atome ich habe? Nö. Wir müssen hier auf jeden Fall alles durchsuchen. Wir brauchen noch eine Menge Zeug. Was ist das? Einstellungsprüfung für leitende Angestellte. Ungültige Benutzerdaten. Na gut. Aktenstatus. Mr. Hanover, ich habe so gut wie alle Dateien der Personalabteilung auf die Archivsysteme unten übertragen. Aber bei all den Radiomeldungen glaube ich nicht, dass ich noch länger bleiben kann. Prüfung für leitende Angestellte. Hanover, hier spricht Daniel Hornwright. Ich gehe mal davon aus, dass Sie den technischen Kundendienst dazu veranlasst haben, den Test für Führungskräfte mit meinen erläuternden Antworten zu aktualisieren. Ich bin diese rückgratlosen Führungskräfte, die Sie mir geschickt haben, langsam leid. Besorgen Sie mir Kandidaten, die es hier aushalten können. Sonst suche ich mir jemand anderen. Aber dieses Holoband gewährt mir noch lange keinen Zugriff auf... diese Dinger hier, ne? Was, wenn ich ein Holoband lade? Lagerführerprogramm. Hannibal, hier spricht Daniel. War ein Versuch wert. Schade. Na gut, vielleicht finden wir hier irgendwo was anderes. Gucken wir mal, also von da waren wir schon. Das heißt, wir gehen höher. Out of order, ja geil. Aber hier ist doch nichts. Es dauert auch verdammt lange, bis die mich sehen, ey. Oh, ich will diesen Revolver mit Elfenbeingriff. Das wäre geil. Palacia. Okay, jetzt sind wir draußen.
Aber ich habe jetzt keine Tür gesehen, die wir mit einer ID-Karte öffnen müssen, obwohl wir da so einen ID-Maker haben. Stimmt, mit dem, wir hätten. Aber wir waren doch beim Leiter. Man durfte doch in die Geschäftsführung nicht ohne ID-Karte rein, aber die Tür war offen. Also war diese Info eigentlich voll für den Arsch. Oder? Glaube schon. Wir müssen uns auch gleich mal die Herausforderung ansehen. Ich glaube, mit denen bekommen wir doch diese Booster-Packs. Oder? Ich weiß immer noch nicht, wie das mit den Booster-Packs funktioniert. Achim, schreibt mir das mal rein, das wäre echt cool. Der hängt da nur ab, ne? Hier sind noch mehr. Wo laufe ich gegen? Ich kann dich hören. Oh, Telefon. Nice. Was ich schön finde, ist diese Atmosphäre, wenn man so weit oben ist. Man hört richtig den Wind und alles. Okay, ich glaube, hier haben wir kurz unsere Ruhe. Menü. Challenges. Wöchentlich. Beanspruche die Werkstatt Poseidon. Okay. Pflücke Blumen. Stelle Kleidung, Rüstung oder Waffen her oder verwerte sie. Ach, cool. Töte wilde Ghule mit einfachen Waffen. Ich finde, eine Schrotflinte ist eine einfache Waffe. Erreiche Stufe 15. Ach, da kriegen wir ein Booster-Pack. Ach, da. Mit 4 haben wir ein Booster-Pack bekommen. Mit 6, mit 8, mit 10 und jetzt mit 15 kriegen wir noch eins. Und das war's. Ich hätte gerne mehr Booster-Packs. Das ist schon so ein bisschen old, ne? Erreiche eine höhere Stufe. Das könnten wir heute sogar hinkriegen. Sammle Holz, schließe ein Event ab, verwerte Schrott, um Kupfer herzustellen. Ja, cool. Kann man machen. Gut, das mit den Booster Packs hat sich jetzt erledigt. Jetzt habe ich es gesehen. Achim, trotzdem danke, dass du das Video höchstwahrscheinlich pausiert hast, um es mir zu schreiben. Hä? Ich habe doch irgendjemanden gehört hier. Oder kam das von unten? Ich weiß es nicht. Komme ich irgendwie höher? Ich kann weiter runter. Man kann hier sehr weit runter. Ich glaube, man kann sogar ganz runter. Eigentlich wollen wir das ja gar nicht. Hallo. Impro-Repetierer. Gut, ist jetzt nicht der heilige Scheiß. Kelch, aber egal. Ring für großes Glasgefäß. Also eine einfache Waffe, würde ich sagen, ist... ja, eine 10 mm. Ich habe hier gerade auch einen Ghoul gehört. Wir müssen ja nur 3 erledigen, ne? Du bist kein Ghoul. Oh, der Fleisch. Ach, hier geht's rüber, okay. Dann müssen wir zurück. Oder obwohl? Okay, nee, wir müssen zurück. Irgendwo schlägt hier noch einer durch die Gegend. Ich weiß nicht wo. Wieso ist das gelb? Scheiße. Tschüss, Stimpack. Wo ist Stimpack? Ich wollte eigentlich nur gucken, warum das gelb ist.
Das, liebe Freunde, war mein letzter Stim. Ja. Oh, das ist ein Safe. Oh, noch ein Stim. So gefällt mir das. Einen verloren, einen bekommen. Ich bin am Verhungern, aber wir haben Essen gefunden. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Stuff, ne? Um unser Wasserzeug zu bauen. Ich bin schon wieder am Verdursten. Wo soll ich jetzt hin? Zum Glück habe ich mir den Stim reingezogen. Das war natürlich geplant. Oder ist es jetzt wegen des Essens? Ich glaube, das ist wegen des Essens. Ich muss höher, hä? Ich war doch gerade da oben. Ach Gott. Okay, der Weg war hier. Übrigens, habe ich euch schon mal die Geschichte von den Stairs erzählt? Das war, glaube ich, zur Fallout 3 Zeit, als ich Fallout 3 Let's Played habe, ne? Ich war, glaube ich, keine Ahnung, irgendwo bei Folge 100 oder so. Weiß nicht, wie viele Folgen ich hatte. Und währenddessen hatte ich ein Date. Und wir haben uns so unterhalten, wir waren in so einem Center und dann, ach da, guck mal. Und dann wollten wir halt in die Parkgarage, wo ich geparkt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, die Stairs sind da hinten. Guckt mich die Frau an und sagt, hast du gerade zu den Treppen Stairs gesagt? Ich so, oh, ja, keine Ahnung, Gewohnheit. Das war, weil ich immer wieder in Fallout 3 Schilder mit Stairs gesucht habe. Deswegen habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich Stairs gesagt habe. Es war ein bisschen peinlich. Aber ich konnte natürlich einen auf... Ja, ich bin derzeit sehr intensiv am Englisch lernen. Und deswegen, tut mir leid, da bin ich durcheinander gekommen. Ja, so war das. So lüge ich meine Verabredung an. So, Bastelwerkstatt. Ist euch schon mal so etwas passiert, dass ihr wegen eines Spiels irgendwie... Oh. Mal was verkackt habt? Ich meine, verkackt war das jetzt nicht. Es war eine unangenehme Situation. Die war mir halt nur unangenehm. Ich hätte die locker retten können und sagen können, ja, das ist, weil ich halt wirklich intensiv im Englisch bin. Oder weil ich geschäftsmäßig viel Englisch rede oder so, hätte ich richtig punkten können. Aber man hat richtig gemerkt, wie ich gezögert habe. Also ich weiß nicht, ob sie es mir abgekauft hat, aber mittlerweile ist es mir auch egal. Also ich bin ja mit dieser Frau nicht zusammen. Zumindest nicht mehr. So. Terminal Penelope Hornwright. Was haben wir hier noch? Laborterminal. Notizen. 10.06.77. Ich konnte mir endlich einige der Baupläne für Gerans Bagger Power Rüstung ansehen, die unsere Sicherheitsabteilung besorgt hat. Ich kann es nicht lesen. Meine Güte. Was für ein Durcheinander. Im Grunde genommen ein Sarg aus schwarzem Titan. Widerstandsfähig, klar, aber einige der Tricks, mit denen die Leute in ihrem Labor dafür gesorgt haben, dass sich dieser Brocken überhaupt bewegt, sind lachhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Zukunft des Bergbaus sein soll. Sie sind so erpicht darauf, Automatisierung außen vor zu lassen, dass sie vergessen, wie anfällig dieser Müllhaufen für Fehlfunktionen sein wird. Tja, das hat man davon, wenn man mit dem Militär zusammenarbeitet. Ein Schritt vor, zwei zurück. Ein Monat und 5 Tage später. Ich habe von Don Mobley, unserem leitenden Techniker, keine Ahnung, wie die Quest ist im Weg, das Upgrade des Rockhounds geholfen. Er hat, kann ich nicht lesen, mit Leistungsverlusten der Zünd... Kern bei 2200 Megawatt-Einheit, keine Ahnung,
Also habe ich ihm gesagt, dass er auf 1750 runterfahren und prüfen soll, was das bringt. Ich glaube, so kriegt man ungefähr eine Stunde pro Kern. Das dürfte den Rockhound wesentlich effizienter laufen lassen. Kein Grund, den alten Knaben zu überanstrengen. 1,5 Monate später. Die zusammen... Bifesta. Diese Quests da rechts, ne? Es hätte die auch kleiner machen können. Die zusammen mit AMS hergestellten Abbaubots ihre Arbeit zu machen, also hat mich mein Vater in das streng geheime neue Projekt mit der Claire Allianz gesteckt. Sie haben irgendeine Art von Filter konzipiert, der Partikel aus der Umgebung aufnimmt und gegen saubere Luft austauscht. Aber nachdem ich ihre Pläne überflogen bin, keine Ahnung, warum die Allianz so vertrauensselig ist, aber selbst schuld, glaube ich, dass wir diese Dinger zu unserem Vorteil nutzen können. Statt einfach nur Luft zu filtern, sollte es möglich sein, Schwermetalle aus der Luft zu ziehen und sie in ihre Grundelemente aufzubrechen. Ich werde das heute Morgen kurz zu dem Team, mit dem Team besprechen, gehe aber stark davon aus, dass meine Berechnungen stimmen. Metalle aus der Luft ziehen. Auch nicht schlecht. Ein letzter Abreise muss weg. Und die Hauptader muss weg. Noch ganz, ganz viel zu lesen. 30.09. Yvette, das mit dem Roboter haben Sie genau richtig gemacht. Solange mein Vater nichts Gegenteiliges sagt, weiß keiner aus der Firma irgendwas über das Hauptader-Projekt, was näher an der Wahrheit ist, als es mir lieb ist. Aber tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie zur F&E-Abteilung und erzählen Sie ihm, was der Reporter Ihnen erzählt hat. Er sollte wissen, was die Leute über sein Projekt sagen, dafür brauchen Sie aber meine ID. Da Vater weg ist und die oberste Etage ausschließlich für leitende Angestellte freigegeben hat, so bleiben die guten Sachen nur uns vorbehalten. Sie sind oft genug da oben, also sollten Sie sich auch mal bei der Personalabteilung melden, um Ihre ID aktualisieren zu lassen. Wegen Ihrer Bewerbung, ich bin mir sicher, dass Sie einfach beim Umstieg auf das automatisierte Einstellungssystem verloren gegangen ist. Das aktuelle Passwort für die Personalabteilung lautet Baby, hast du nicht gesehen? Ja, das merke ich mir jetzt auch. Reichen Sie Ihren Lebenslauf nochmal ein, dann sorge ich dafür, dass er ganz oben auf den Stapel kommt. Penny. Gregory, kommen Sie in mein Büro, sobald Sie da sind. Anscheinend hat das Beben letzte Nacht irgendeine Ader in Welch freigelegt. Wir müssen versuchen, die Abbaurechte zu erhalten, bevor sie sich irgendjemand sonst schnappt. Penny. Tut mir leid, Papa. Gregory und ich haben versucht, so schnell wie möglich nach Welch zu kommen, aber AMS war schon vor uns da. Klingt, als wären das Überbleibsel von ihren alten Sprengtests in der Gegend, die unter den Häusern der Leute auftauchen. Da ich weiß, wie AMS arbeitet, bin ich mir sicher, dass sie ein absolutes Chaos anrichten werden. Also, wenn du dich lang genug vom Projekt trennen kannst, um das hier zu lesen, weißt du wenigstens, dass wir es versucht haben. Penny. Papa, wenn du das hier überhaupt liest, ich brauche sofort deine Hilfe. Ich weiß nicht, was zum Teufel AMS in Welch angestellt haben, aber auf jeden Fall haben sie richtig Mist gebaut. Die Stadt ist vollkommen aufgebracht und wie ich gehört habe, entwickeln sich das Ganze langsam zu einem offenen Aufstand. Sie demolieren alles, worauf der Name einer Bergbaufirma steht. Der Gouverneur hat bereits die Nationalgarde mobilisiert und ich habe veranlasst, ein paar Subunternehmer nach Mount Blair und zu einigen deiner Standorte für Experimente zu schicken. Ich weiß, dass du noch wegen Mama trauerst, aber ich glaube, wir alle würden uns freuen, von dir zu hören. Also bitte, kannst du mir helfen? Gregory, ich habe gestern Abend mit den verschiedenen Leitern an den Standorten gesprochen. Wir konnten noch keinen Zugang zum Rockhound erhalten, aber die anderen haben sie alle verlassen. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die Schäden auf Dutzende Millionen und einige Aufstände hindern uns immer noch daran, wieder an den Bagger zu kommen. Ich brauche einen Treffer aller leitenden Angestellten, aller leitenden Angestellten und zwar heute. Wenn wir auf dieser Rechnung sitzen bleiben, war es das. Dann ist alles vorbei. Die Aufstände richten sich gegen AMS. Wir müssen nur dafür sorgen, dass ein Richter auch so sieht.
Gregory, die Nationalgarde hat endlich die letzten Rebellen vom Rockhound beseitigt. Der Schaden war wesentlich geringer als erwartet, nicht zuletzt deshalb, weil diese Idioten nicht begriffen haben, wie die Zündreaktoren funktionieren. Einer der Vorteile firmeneigener Technologien. Ich will, dass die Reparaturmannschaften in 24-Stunden-Schichten arbeiten, bis alles wieder vollkommen betriebsbereit ist. Jeder Ausfalltag kostet uns Geld. Naja, also ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Bombe ist. Aber ansonsten sehe ich da jetzt nichts Story-Relevantes drin, ehrlich gesagt. Also bisher habe ich kaum Story-Relevantes bemerkt. Vielleicht entgeht mir das auch einfach nur. Ich weiß nicht. So, wir haben also jetzt erstmal Zugang zum Beförderungsterminal, ne? War das hier irgendwo? Ne, da ging's raus. Nicht zu weit. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Ja, von hier aus geht's nicht höher. Komm ich denn höher? Wir müssten auf jeden Fall erstmal zurück zum Chef. War der nochmal? Was steht da? Stairwell. Naja, zumindest steht da nicht Stairs. Werde ich nie vergessen. Jetzt im Nachhinein finde ich das natürlich lustig. So. Willkommen, angehender Bewerber, auf die Chance Ihres Lebens. Anhand der vorliegenden Prüfung werden wir herausfinden, ob Sie das Zeug dazu haben, Teil der als leitende Angestellte von Hornwright Industrial bekannten Elitegruppe zu werden. Wenn Sie eine perfekte Punktzahl erreichen, wird Ihnen unser automatisches Einstellungssystem umgehend eine Stelle anbieten. Also sind Sie bereit, die Prüfung abzulegen, die Ihr Leben verändern wird? Ja, aber nicht jetzt. Freunde, wir sehen uns morgen genau hier an dieser Stelle wieder. Nicht da unten oder so, nein, hier. Und dann werden wir zur Personalabteilung gehen, wechseln, befördert werden. Ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.